viel, nee. Nee. Kaum wieder hier, ist die Sarah direkt wieder an der Arbeit. Die pflanzt jetzt hier die ganzen Pflanzen, die wir von der Barbara bekommen haben, ein. Die Pflanzen von der Gabi, die wir da bekommen haben, die schlagen sogar schon aus, also die Kakteen. Hier, der hier auch, scheinen angegangen zu sein. Hier hat sie jetzt die Dornkronen eingesetzt. Also wir versuchen hier überall Pflanzen zu pflanzen, die wenig Wasser brauchen. Ne? Der Tag neigt sich dem Ende zu. Sarah hat hier richtig Gas gegeben, was das Pflanzen anbelangt. Hier ist schon alles Mögliche eingepflanzt. Hier in dem Fass. Das ist die Palme, die Sarah da an der Router geklaut hat, geliehen hat. Ja, sie zieht sie groß und bringt sie wieder. Da vorne am Schaumplattenhaus lang gepflanzt, hier gepflanzt. Ja, wir hoffen mal, dass Nala das alles hier so drin lässt. Hier auf der Seite ist auch so ein paar Sachen gepflanzt. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich zeige euch das einfach mal. Bei Fragen wendet euch an die Sarah. Hier hat sie auch noch was dabei gepflanzt. Ich sehe gerade, das hat sie bis ganz hinten gepflanzt. Hier ist kein Strom drauf, ja. Oh. Na, das war der Draht, wo ich jetzt gestolpert bin. Hier ist kein Strom drauf, ja. Aber wir hoffen, dass trotzdem die Nada so ein bisschen abschreckt. Hier überall diese Dornenkronen oder wie die heißen. Ja. Ganz nett. Ach, da vorne auch noch sehe ich. Hier war ja vorher Sarahs Pflanzecke mit dem Schattennetz. Das müssen wir mal ein bisschen erweitern demnächst. Ja, hier auch noch Pflanzen. Alles Mögliche. Oh, jetzt sind die Hunde wieder wach. Da bellt irgendwo einer. Das haben wir ja alles nicht gepflanzt. Das ist Unkraut. Hier hat ja die Gabi netterweise letztes Mal alles freigemacht. Das ist auch zum Glück recht frei geblieben. Oh, ich sehe gerade, da ist Nala. Ihr Spielzeug. Da hat es verbuddelt, den Igel. Jo, und von der Seite sind wir dann wieder bei der Sarah angekommen, die noch einiges zu tun hat. Aber wahrscheinlich wird es gleich sowieso dunkel werden, bevor sie fertig ist. Also wir hoffen mal ganz doll, dass es angeht. Die Barbara war da guter Dinge. Die haben ja viele Pflanzen hier, solche ja, Knollen oder was auch immer das sein mag. Dadurch können die recht lange das Wasser speichern. Und die Barbara meinte auch, das wären Pflanzen, die da nicht so empfindlich sind. Ich hoffe es. Ja. Ich bin unterschätzt den Schako. Ja, ist halt sehr trocken. Aber wir haben auch ganz gut Wasser hier noch in unseren 1000-Liter-Tanks. Genau. Und in denen können wir ja auch Wasser holen am Aquädukt, falls es mal wieder funktioniert. Ja, hier, Nala, guck mal. Guck mal. Kannst du wieder verbuddeln. Hast du den gefunden? Ja, ja, der war aber da hinten drin. Ja, im Sandhaufen. In so einem Sandhaufen. Ich habe ihr den rausgeholt, hat sie den Zack genommen und wieder verbuddelt. So, Martin bereitet alles fürs Fliesenlegen vor. Dann erklär mal, was du gemacht hast. Also vorhin habe ich ja erstmal hier den Boden abgesaugt. Wir haben alles so, was hier noch an Zement und Mörtel oder Putzresten war, alles abgekratzt mit dem Glätter, so dass das jetzt hier einigermaßen schön ist. Unebenheiten müsste man jetzt eigentlich mit so einer Fließmasse ausgleichen, haben wir aber leider nicht. Haben wir bis jetzt hier noch nicht gefunden in Paraguay. Müssen wir halt irgendwie mit dem Fliesenkleber später ausgleichen. So, jetzt haben wir uns dafür entschieden, hier an der Tür anzufangen. Wir haben Mitte Tür und Mitte Fliese hier angezeichnet. Haben hier zur Tür so 5 mm Platz eingehalten. Und haben da hinten die Fliese mit dem Laser auf eine Linie gebracht. Dann habe ich hier mit dem Bleistift eine Linie gezogen und da hinten neben der Fliese auch eine Linie gezogen, sodass halt, wenn man reinkommt, ja, das Ganze eine Linie ergibt. Jetzt gibt es bestimmt noch Möglichkeiten und so, um alle anderen Winkel irgendwie da noch ja, in Einklang zu bringen. Aber das wissen die Profis. Wir sind ja keine Profis. Und ich denke mal, für unsere Zwecke wird es hier reichen. Und was nehmen wir jetzt? Jetzt nehmen wir die Schlagschnur. Also erstmal gebe ich dir die Schlagschnur jetzt zurück. Nein. Und ich nehme die Fliese jetzt einmal gleich. Da ist der Strich. Genauso wie die andere Fliese hier.
Schön, wenn da Kleber drauf ist, wie man dann die Linie erkennen soll. So. Und jetzt nehmen wir hier die Schlagschnur. Das ist einfach nur hier so ein Behältnis mit einer Schnur drin. Und in dem Ganzen ist so eine rote Kreide. Ich versuche das mal zu filmen. Genau. Also ich lege die hier halt genau auf die Linie an. Martin auch? Ja. Ich auch. Ich muss halt ja, und jetzt genau hast du schon... Linie angelegt, ja, das ist natürlich schlecht. So, und jetzt muss man dann einfach nur mal so ziehen. Auf Zug und dann... Genau. Und im Idealfall haben wir jetzt unsere Linie. Ja. Also ich merke, okay, welche die richtige ist. Hier hat es nicht so ganz geklappt. Aber die ganz linke war das. Ja, die halt, ganz äußere ist das. Ja, da muss man echt aufpassen. Oh. Jetzt hat die Beaufsicht. Da irgendwas. Wir hätten die vorher hochhalten sollen. Ja. Wir haben sie halt ein-, zweimal abgelegt. Das ist jetzt halt mit Film und... Zweimal abgelegt. Aber die linke ist die richtige. Genau, das ist halt mit Film und alles so eine Sache. Genau. Aber ich denke mal, beim Legen werde ich mir auch den Laser nochmal hinstellen. Habe ich auch gemacht hier. Also da habe ich auch alles mit dem Laser ausgerichtet. Ja. Normalerweise sollte man jetzt den ganzen Boden noch mit einer Grundierung, mit so einem Tiefengrund oder so einstreichen, um diesen ganzen Feinstaub zu binden. Sarah möchte das aus Zeitgründen nicht und deswegen werden wir das gleich nur mit Wasser vornässen und naja, wird auch schon halt. Ich wollte gerade sagen, das kann. Also ich hatte in Gelsenkirchen damals, wo meine Wohnung da gefliest wurde, haben wir auch ohne den tiefen Grund gearbeitet, hat auch funktioniert. Da haben wir auch ohne den tiefen Grund gearbeitet. Und ja, guck mal, die Fliesen hängen noch. Das funktioniert auch in der Regel. Ich sage ja nur, wie man richtig machen sollte. Ja. Und, aber das machen wir nie. Also von der. Ja, richtig machen wir sowieso nicht. ja, also gut, kann jeder selber mal entscheiden, ob er tiefen Grund nimmt oder nicht. Genau. So, Sarah muss jetzt ihre Brote backen. Genau, und wir fangen jetzt quasi erstmal an, hier die erste Reihe an dieser Linie entlang zu legen. Genau. Dann machen wir mit dem Laser das andere dann. Genau. Was man beachten muss, ist natürlich hier an so einer Stelle in der Tür, dass man sich jetzt hier nicht alles mit Fliesen volllegt und nachher nicht mehr raus kann. Ja, weil man kann hier nicht sofort nach dem Legen betreten. In unserem Fall geht das jetzt, dann kann man an der Seite immer noch vorbei. Aber ich werde erstmal nach da hinten legen und dann irgendwie hier zurück, sodass ich immer den Ausgang noch. Was man aber noch dazu sagen muss, wir haben da auch eine liegen. Wir haben das vorher schon mit dem Laser ausgerichtet, dass wir nicht nachher irgendwie so schief quasi da hinten auskommen. Also die haben hier sehr gerade gemauert. Ja. Oder dass man sich da nachher halt nicht so ein kleines Stückchen dann zurechtschneiden muss noch. Genau. Weil das sollte man auch beachten, ne? Nicht einfach die Fliese an die Tür hinlegen und dann passt das auf einmal doch nicht. Ja, man muss halt immer gucken. Ja? Wir haben jetzt hier eine 45er Fliese. Und da muss man halt schauen. Jetzt haben wir hier noch 31,5 cm Platz. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein kurzes Stückchen, was da noch drangelegt wird. Das ist halt aus optischen Gründen, wenn nachher nur so ein kleines Stück dahin das kriegt man eher... nicht so schön aus. Genau, kriegt man aber schlecht gerade, weil es ist halt... Ne? Wie wir jetzt nach da hinten auskommen, das ist wieder eine andere Frage. Könnte man jetzt erstmal sich ausrechnen und sagt, wenn man da hinten jetzt nur noch so einen schmalen Streifen hat, könnte man die erste Fliese ein bisschen abschneiden, dass man dazu vermittelt. Ja. Kann man alles machen. Könnte. Und so. Wir wollen ja nur Profis Fliesen. Machen das wir wollen bestimmt. Ja nur Fliesen aufsehen. Wie wurde uns so schön gesagt, in Paraguay sind wir ja nicht bei schöner Boden, wurde uns gesagt. Und, wo wir da kommen? So, da kommt der Fritz. Ja, der arme Fritz. Der ist jetzt zum Stubenkater geworden. Aber freiwillig, also was heißt unfreiwillig, freiwillig. Da ist der Ausgang, der könnte raus. Aber draußen lauert die große Nala auf ihn. Die ist ein bisschen zu wild. Ja. Aber die nähern sich langsam an. Wir haben die Hoffnung, dass sie sich irgendwann mal verstehen. Ja. So, jetzt geht eine Foto machen, lass mich hier mit diesem Ding. Oh, wir sind schon kurz vor Fertigstellung der ersten Reihe, machen dann auch Feierabend, weil wir gleich noch Besuch kriegen. Aber es sieht gut aus. Martin verlegt die, ich mache sauber und nass. Ja, Arbeitsteilung. Ja. Sarah hat den Feierabend eingeläutet und kümmert sich hier ein bisschen um die arme, verängstigte Katze.
Kater, Katze, egal. So, hier, unsere Fliesen liegen jetzt. Wir haben uns hier entschieden, die hier so, naja, wie heißt das, Kreuzversatz, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Hälfte auf die vorhandene Fuge. So denken wir mal, wird es am Ende am besten aussehen. Uns zumindest gefallen. Ja, Sachen sind schon sauber gemacht. Nala meckert da draußen. Die muss sich erstmal hier an die ganzen neuen Gegebenheiten gewöhnen. Ja, so viel Trubel hatte sie ja in ihren alten beiden Zuhause noch nicht. Aber die macht es schon ganz gut. Bellt immer weniger. So, bis morgen. Die Fotocrasherin. Herzlich willkommen auf unserer Baustelle. Unerwartet. Unerwartet. Wir haben jetzt die letzten paar Tage hier gefliest. Wir kamen leider auch nicht unbedingt so dazu, weil wir irgendwie eben eingeladen waren. Jetzt müssen wir uns aber doch ein bisschen beeilen, weil die Couchen kommen bald. Herr Martin ist jetzt gerade hier wieder an der Fliese dran. Kann ich euch einmal zeigen, wie er das macht? Ja, ich ziehe das einfach in den Zahnspachtel ab. Der Boden ist so halbwegs gerade. Da hinten musste man ziemlich viel ausgleichen. Ja, jetzt ziehe ich das dann hier einfach so ab. Und muss dazu sagen, ich bin kein begeisterter Fliesenleger. Du wolltest das nicht machen lassen. Ja, ich habe gesagt, bis wir da jemanden finden. Ne? Ich weiß, dauert das hier. Das dauert hier. Und die Couch kommt. Natürlich auch sein Geld. Und ob der das dann halt mehr zu unserer Zufriedenheit macht, genau, ist die nächste Frage. Wir sind sehr pingelig irgendwie, haben wir so bemerkt. Ja, das heißt ja pingelig, aber es soll ja halbwegs gerade liegen. Also, oder wenn ich jetzt bezahle vom Fliesenleger, soll es halt sehr gut liegen. Genau. So, und ja, wir haben halt gesagt, gut, wir können jetzt auch nicht top fliesen, aber bevor wir da viel Geld bezahlen für eine schlechte Leistung eventuell, machen wir es lieber so. Dann sind wir uns auch nicht böse auf die Fehler. Ja. Genau. Und im Endeffekt, ihr seht ja unser Fritz hier, der alles Crasher. Natürlich keine frisch gelegten Fliesen. Der läuft überall drüber. Wir haben ihn auch hier schon im Fliesenkleber verewigt. Sprechen wir weiter. Dementsprechend, alles was nachher krumm und schief ist, das war Fritz. Genau. Das war nicht ich. So, jetzt gehe ich hier immer noch mit so einem nassen Schwamm hier die Ränder entlang, damit wir nachher nicht so den Fliesenkleber drin haben. Ich gucke auch immer, dass die erste Wulst so ein bisschen weiter entfernt ist, dass wenn ich gleich die Fliese andrücke, sich da nicht so viel Kleber in den Fugen hochdrückt. Weil das ist natürlich so eine Sache, wo Sarah dann nachher vor dem Verfugen riesen Probleme hat. Ja, weil das sieht man dann halt. Das hat man leider beim anderen Haus. Genau, so. Deswegen mache ich das mal hier schon im Vorfeld ein bisschen sauber. Aber wir saugen auch jeden Tag die Baustelle durch und gucken, dass das hier halt sauber ist. Genau, diese Vorbereitung haben wir euch ja schon mal gezeigt. Ansatzweise sauber. Ansatzweise jetzt hier sauber ist die Baustelle nie. Dass ich da auch genügend Kleber drin habe, der sich dann da so ein bisschen reindrückt. Jetzt kannst du mal weiterziehen. Ich hole mal einmal eben die Fliese. Ach so, ja. Was soll ich denn jetzt noch weiter erzählen? Ja, Sarah hilft mir natürlich. Die weicht da hinten so ein bisschen die Fliesen ein oder befeuchtet die so ein bisschen, damit die nicht so trocken sind. Genauso wie wir halt den Boden vorher mal so ein bisschen anfeuchten. Fingerwechsel. Damit der Kleber da oder damit das Wasser aus dem Kleber nicht zu viel Wasser zieht. So, jetzt lege ich die ganz leicht drauf. Nimm hier Fliesenkreuze. Hat zwar beim letzten Mal Fliesen schon irgendeiner bemängelt, warum wir Fliesenkreuze nehmen. Klar, warum guter nicht? Fliesen. Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht. Also in der Hornbach-Meisterschmiede, ja, da wird auch von Fliesenkreuzen. Also ich habe hier auch einige gefließte Häuser gesehen, wo die wohl nicht benutzt haben. Und da bin ich froh, dass wir die benutzen. Ja, ein guter Fliesenleger braucht natürlich keine Kreuze. Ja, aber wir sind ja in allem hier jetzt kein... So, ne? Aber
Wir können jetzt auch nicht schaden, die Fliesenkreuz. Wir können gefühlt alles, aber nichts richtig. Nein, das nicht, aber. Die Fliesen sind natürlich auch alle nicht hundertprozentig gleich. Die haben natürlich auch irgendwelche Fertigungstoleranzen. Und 2 mm habe ich schon rausgefunden. Ja, 1-2 mm unterscheiden die sich da öfters mal. Das heißt, tausendprozentig kriegt man das alles nicht hin. So. Und dann sind jetzt hier schon ein bisschen bessere Fliesen, wo du uns gesagt hast. Und als den brasilianischen Hersteller. Ja. So, hier wische ich dann auch immer, wenn hier tut sich natürlich Fliesenkleber hoch. Den wische ich dann immer mal wieder raus. Dauert natürlich alles immer ein bisschen länger. Jetzt haben wir hier noch so eine Wasserwaage, damit kontrolliere ich halt, dass hier die Übergänge einigermaßen die gleiche Höhe haben und dass das alles natürlich auch so halbwegs in der Waage bleibt. Ist natürlich immer so eine Sache. Am Ende tausendprozentig gelingen wird, ist die Frage. Ja, kühlt jetzt wieder so ein bisschen mit hoch. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr gleich die Fliese gesehen habt, dass es hier mit weitergeht, dann können wir euch vielleicht nochmal zeigen, wenn wir da dran gehen, hier die Ränder zu machen. Die Ränder machen wir eigentlich zum Schluss. Also wir legen erstmal all die Platten, also die legen erstmal alle Platten, die man nicht schneiden muss. Und am Ende legen wir dann die zugeschnittenen rein. Wir haben jetzt hier eine Stelle, wo ein ziemlich kleiner Abstand ist, das ist immer so ein bisschen unschön. Aber hier kommen eigentlich die Kühlschränke, Gefriertruhen und so hin, das ist halt nicht so schlimm. An den anderen sonst Ecken, hätten wir vorne am Eingang wäre eine halbe Fliese. Ja, also das ist halt am Eingang mit der ganzen Anlage fertig aus. So. Und die sollte man immer vermeiden, die kurzen Stücke. Aber das ist klar, wenn man sich jetzt 1000 Jahre mit der Planung beschäftigt, funktioniert das sicherlich. Aber so wichtig ist es dann auch nicht. Oder? An den meisten Ecken werden wir halt mit großen Reststücken arbeiten können. Ich glaube, hier habe ich vorhin ausgerechnet, ausgemessen. Da kommen wir ungefähr auf 30 cm. Also die sind so ungefähr 25. Also das passt schon. Genau. Aber kann ich euch auch mal zeigen? Hier? Da liegen sie schon. Also die muss der Martin mit der Flex zuschneiden. Da habe ich halt die Ecken auch schon so zugeschnitten. Die kommen dann halt gleich rein, wenn er da soweit ist. Jo. Ey, jetzt ich wollte sagen, Katzenbesitzer-Problematik. Der sitzt hier nur. Lässt sich schon nicht stören. Der saß auch gerade in dem Eimer mit dem Fliesenkleber. Da hat er sich auch nicht stören lassen, ne? Du hast auch schon, du hast Putz an dir, du hast Farbe an dir, du hast Fliesenkleber an dir. Aber gehabt. Ja. Yeah. Du bist ein kleiner Bauaufsichtskater.